So, ihr Lieben, guckt euch das an. Das ist Senf. Senf in seiner durchgereinigten Form. Da sind noch leicht andere Bestandteile drin. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Verarbeitet und fließt dann hier über den Seiher raus. So, hier ist dann der Presskuchen, der sich dann hier in dem Big Pack entsprechend abbildet. Wir waren eben in der Mühle gewesen. Dort habe ich euch gezeigt, wie der Senf ausschaut. In dem Fall ist es schwarzer Senf. Es gibt auch gelben Senf, es gibt beigefarbenen Senf. Es gibt auch den sogenannten weißen Senf, der ist ganz, ganz hellbeige. Ich verwende jetzt gerade schwarzen Senf. Wird auch in der Demeter-Landwirtschaft viel als Gründünger verwendet. In diesem Fall ist er abgedroschen und reif und es gibt ein wunderschönes Öl. Das sieht man hier. Der Senf hat fantastische Eigenschaften. Erstens ist er entzündungshemmend. Entzündungshemmend, das heißt, wenn ich irgendwelche Schnittverletzungen habe, ich komme aus dem Garten, ich habe Mückenstiche, ich habe einen Sonnenbrand, ich reibe mich mit Senföl ein. Dieses Senföl verhindert, dass diese Hautirritationen, so nenne ich es jetzt mal, sehr schnell verschwinden. Und wenn ich zum Beispiel mir richtig den Ellbogen geprellt habe oder ich bin mal ungünstig gefallen, dann reibe ich mir die betreffende Stelle mit Senföl ein. In der russischen Medizin ist es also auch häufig so, dass Senfumschläge gemacht werden, um entsprechend die betreffenden Stellen zu kurieren. Ja, ansonsten, Senf ist auch viel in der indischen Küche bekannt. Senf hat nämlich die fantastische Eigenschaft, es kann brutal hoch erhitzt werden, was beim Anbraten von Fleisch oder von Gemüse manchmal von Vorteil sein kann. Wir haben also einen Rauchpunkt von 255 Grad. Und wenn ich da bis an den Rauchpunkt rangehe, muss ich nicht Angst haben, dass mir dieses Öl umkippt oder dergleichen, im Geschmack bitter wird. Nein, Senföl ist da sehr, sehr tolerant und kann echt einiges ab. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben einige Stoffe, die benötigen einfach diese Hitze, um entsprechend neutralisiert zu werden. Das bedeutet, Senföl ist kein Öl, das ich jetzt unbedingt in rauen Mengen auf dem Salat genießen sollte, auch wenn es da durchaus gut schmeckt und auch gut hingehören könnte. Nein, Senföl ist etwas für die warme Küche, wenn ich Marinaden machen möchte, wenn ich Eintöpfe machen möchte, wo ich Zwiebeln anschwitze oder Lauch. Oder wie gesagt, wenn ich Fleisch anbraten möchte oder frittieren, dann nehme ich Senföl. Und bin da wirklich gut bedient. Oder wie schon eben erwähnt, wenn es darum geht, im gesundheitlichen Bereich aktiv zu werden, Senföl als Massageöl, der absolute Knaller. So, ihr Lieben, das war Thema Senföl. Ich freue mich auf eure Wertschätzung und wir sehen uns. Ciao.